Hallihallo. Heute möchte ich noch mal was zu den Emotionen sagen und unseren Energiezentren, in denen die Emotionen teilweise auch gespeichert sind. Und wenn wenn wir zum Beispiel Traumata erlebt haben, also Situationen, mit denen wir nicht zurechtkamen, dann ja, blockieren die teilweise die Energiezentren. Und in dem Moment, wo wir da Blockaden haben, kann die Energie auch nicht wirklich frei im Körper fließen. Deswegen ist es immer wieder wichtig, auch hinzuschauen, welche Emotion möchtest du erleben, wo hängt sie noch, und das zu reinigen und zu klären. Die Emotionen strahlen auch eine verschiedene Schwingung aus. Das heißt, wenn du ärgerlich bist, wenn du wütend bist, dann hast du eine andere Wellenlänge oder strahlst eine andere Wellenlänge aus, als wenn du in Liebe bist, Annahme, in Verzeihen, in Vergebung, in Mitgefühl. Ja, diese Emotionen haben eine höhere Schwingung als die anderen Emotionen, die dich aggressiv, ja, Aggressivität zum Beispiel auch natürlich. Und in dem Moment, wo du deine Emotionen erhöhst, und du kannst es selber machen, in dem Moment, je nachdem, wie du denkst, ja, und was du zulässt in dir, an dir. Wir haben alles, alles ist um uns, und es liegt nur an uns, da das Fensterchen ein Stück weit aufzumachen und dein Herz zu öffnen, um die Situationen auch erkennen zu können, die in deinem Leben sind, und die Fülle reinzulassen, die da ist. Ja, und genau, und dazu ist es auch spannend, einfach mal zu gucken, welche Emotionen erlebst du? Möchtest du die erleben, und dich zu erhöhen in andere Dimensionen und Emotionen, genau. Und in dem Moment, wo du natürlich dann in andere Emotionen reingehst, erhöhst du dein Energielevel, und andere Bewusstseinszustände bzw. Situationen werden dir bewusst in deinem Leben. Und du wirst es ausrichten auf eine andere Ebene, auf eine andere Schiene. Achte da mal heute drauf und berichte gerne. So long!